Bitte abonnieren Sie unseren Kanal. Laura Vontora, 33, und Simon Zoller, 31, sind seit 6 Jahren verheiratet. Doch jetzt ist die Liebe erloschen. Das Fußballtraumpaar hat sich getrennt. Das berichtet die Bild. Laura Vontora und Simon Zoller haben sich bereits vor einigen Wochen getrennt, zitiert das Blatt das Management der Tochter von Reporterlegende Jörg Vontora, 73. Express.de kann die Information bestätigen. Laura Vontora sticht in sie, Simon Zoller hat Winterpause. Dem Bericht zufolge habe sich das Paar auseinandergelebt. Zoller spielt für den VfL Bochum in der Bundesliga, sie moderiert für die TV-Sender DAZN, RTL und Vox Sport und Unterhaltungsshows für Zweisamkeit blieb bei den vollen Terminkalendern einfach keine Zeit. Laura Vontora gab kürzlich bekannt, dass sie gemeinsam mit Vater Jörg während der WM in Katar auf dem Kreuzfahrtschiff MS Europa 2 als Expertin sein wird. Das Vater-Tochter-Gespann kommentiert die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft an Bord. Zoller befindet sich in der Winterpause. Das Paar hatte unweit des Rhein-Energie-Stadions in Köln gemeinsam gewohnt, dem Bericht zufolge ist Vontora schon vor Wochen aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und lebt jetzt in einer Wohnung. Vontora und Zoller hatten sich in Kaiserslautern kennengelernt. Zollers früherer Trainer Klaus-Dieter Pili-Bolitz hatte die beiden einander vorgestellt. Danach funkte es zwischen der TV-Moderatorin und dem Fußballer. Simon Zoller löscht alle Fotos mit Laura Vontora auf Instagram. Bolitz hatte Zoller in der Vergangenheit beim VfL Osnabrück trainiert und war als Experte bei den Montagsspielen der zweiten Bundesliga an Vontoras Seite. Nach einem gemeinsamen Dienst mit Vontora spielte der Fußballtrainer dann Amor und verkuppelte das Paar. Das hatte Vontora in einem Interview vor einiger Zeit ausgeplaudert, nun folgte die Trennung. Auf Zollers Instagram-Account sind mittlerweile alle gemeinsamen Fotos gelöscht. Stattdessen postet der Fußballprofi Bilder von sich und Hund Milo.